sehr viel Mozart gesungen und ich habe sogar mit Königin der Nacht debütiert. Und dann später kam alles Mögliche mit Konzertarien. Mit Konzertarien sogar, ich habe hier meine Aufnahmeprüfung gemacht. Mozart war immer Part meines Lebens und ein großes Debüt war im Bayerischen Staatsoper. Ich habe mit Konstanze angefangen. Das alles werdet ihr auf dieser Platte hören. Alles zusammenkommt, ja. Und Traiette, das war der Anfang. Später kam, er war eine große Inspiration für Gluck, für seine Orfeo Neuridice. Und das hat alles der Weg gemacht, frei gemacht für Mozart. Es ist wirklich, es gibt keine Zufälle. Deswegen, das fasziniert mich so. Mozart hat das ziemlich oft gemacht, so eine extra Arie für Oper, nicht von ihm. Und das war überhaupt nicht kollegial, natürlich, weil diese Qualität der Musik ist, war ganz anders. Und hier, auf dieser Platte singe ich das auch, zum Beispiel diese Bourbereau di Boncore. Ich fand das sehr interessant und ich wollte das auch weiter zeigen, zum Leben bringen. Und dieses Programm ist wirklich was sehr Raffiniertes. Unglaublich. Es ist immer eine Herausforderung, aber immer ein wirklich ein Vergnügen, das zu singen. Es ist super schön für deine Stimme. Du bist nicht wie Bel Canto, du machst alles, was du willst, aber du bist Part des Orchesters. Und das ist schön in Mozart. Er lässt dich ein bisschen Freiheit, aber nicht zu viel. So wie im Leben.